Im Land der Farben teilten sich zwei sehr unterschiedliche Bewohner ein Haus. Auf der einen Seite des Hauses wohnte Blau, auf der anderen Seite Grün. Leider konnten sich die beiden überhaupt nicht ausstehen. Streitereien standen immer wieder an der Tagesordnung. Als es die beiden eines Tages wieder einmal zu bunt trieben und die Farbordnung völlig durcheinander brachten, bat der Bürgermeister Weiß, aufgrund seiner Neutralität, doch bitte zwischen den beiden zu vermitteln. Und so zog Weiß in die Mitte des Hauses, zu dem auch ein großer Balkon gehörte, welcher schon öfter Gegenstand eines Streites war. Für die erste Zeit war somit Ruhe eingekehrt. Schlau wie es war, hatte Weiß aber mehr als nur Separation im Sinn. Die zwei Farben sollen sich doch endlich vertragen und aufhören zu streiten. Daher lud es von Zeit zu Zeit Blau und Grün zu sich auf seinem Balkon. Bei den Gesprächen erkannte es, dass die beiden gar nicht so unterschiedlich waren. Charakterlich waren sie sich sogar ganz ähnlich. Ohne den Streit um den Balkon kamen sich die Farben immer näher. Als Weiß eines Tages zu einem Clubabend bat, tanzten die beiden die ganze Nacht. Am nächsten Morgen war jeder Streit vergessen. Die beiden wuchsen für immer zusammen. Weiß zog wieder aus der Wohnung aus, da Blau und Grün nun etwas mehr Platz brauchten, weil aus zwei wurden drei. A la luna.
He's alive!